Willkommen in der Technik-Video-Welt. Auch wir haben jetzt endlich die AirPods Max und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Lautstärke anpassen und verändern könnt. Viel Spaß! Willkommen in der Technik-Video-Welt. Ich bin Nina und ich zeige euch jetzt, wie ihr bei euren AirPods Max die Lautstärke einstellen könnt. Und im Gegensatz zu allen vorherigen AirPods könnt ihr das sogar direkt an den Kopfhörern machen. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt und dafür wechseln wir einmal die Location. So, wenn ihr jetzt also die Lautstärke von euren AirPods Max einstellen wollt, dann gibt es dafür verschiedene Möglichkeiten. Und was wir da auf jeden Fall hervorheben wollen, ist, dass es dieses Mal an den AirPods eine Taste gibt, also einen Regler, mit dem ihr die Lautstärke einstellen könnt. Denn bei den bisherigen AirPods war das nur mit Siri möglich oder eben direkt übers iPhone selbst. Ihr könnt aber nicht bei den anderen AirPods an den AirPods selber durch eine Taste oder etwas die Lautstärke verändern. Bei den AirPods Max geht das allerdings schon, und zwar hier oben sehen wir einmal diesen Regler und den können wir eben, je nachdem in welche Richtung wir den verschieben, damit können wir dann die Lautstärke entsprechend einstellen. So, wenn ich das Ganze jetzt einmal testen möchte und euch zeigen möchte, dafür gehe ich jetzt einmal auf YouTube und setze mir jetzt selber einmal die AirPods Max auf, weil nur dann könnt ihr die Lautstärke auch verstellen und auch nur dann seht ihr genau, wie das dann auch auf dem Display angezeigt wird. Ich setze die Kopfhörer also einmal auf und wähle dann einfach ein Video aus, das ich mir jetzt anschaue. Und jetzt ist der Ton eigentlich schon ziemlich gut für mich, aber wenn ich den jetzt verstellen möchte, dann kann ich einfach oben an dem Regler das leiser oder lauter machen und sehe dann hier also auf meinem iPhone, wie sich die Lautstärke verändert. Das heißt, hier könnt ihr das dann individuell einstellen und ihr könnt aber natürlich auch nach wie vor einfach hier einmal nach unten wischen und dann seht ihr auch hier, die Lautstärke wird euch angezeigt und ihr könnt auch hier einfach das Lautstärkevolumen etwas erhöhen oder eben die Lautstärke wieder etwas reduzieren. So, jetzt setze ich die Kopfhörer einmal wieder auf. Was ihr nämlich dann natürlich auch noch zusätzlich machen könnt, ist natürlich, wenn ihr vorher in den Einstellungen einfach schon entsprechende Voreinstellungen vornehmt. Denn natürlich hängt auch die Lautstärke immer ein bisschen davon ab, in welchem Modus ihr euch bei der Geräuschkontrolle befindet. Bei uns war das jetzt ausgeschaltet, deswegen konnte ich jetzt die Lautstärke auch gut anpassen. Aber je nachdem, ob ihr vielleicht in der Geräuschunterdrückung euch befindet oder im Transparenzmodus, könnt ihr die Lautstärke dann eben auch individuell über die Taste oder aber am iPhone selbst anpassen. Ja, und das war es auch schon. So könnt ihr die Lautstärke also wirklich individuell, je nachdem, was ihr euch anschaut, ob Video, Film oder Musik, für euch anpassen und die AirPods Max in vollem Umfang nutzen. Das war's für heute auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns auf jeden Fall einen Daumen hoch. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt es uns gerne jederzeit in die Kommentare und abonniert natürlich auch unseren Kanal, damit ihr immer mit dabei seid. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich und bis dahin, tschüss.